Wir spielen ein Spiel, das wir schon lange nicht mehr gespielt haben, nämlich Game & Wario, beziehungsweise Montagsmaler. Warum wir es auf Game & Wario spielen, sei mal dahingestellt. Wir haben uns wieder sehr hübsche Fotos gemacht. Das sind wieder Robin, Dani und ich. Und ich weiß gar nicht, wie viele Folge das dann ist, weil wir haben es damals relativ lange gute gespielt. Gute Frage, ja. Was so super war. Ich persönlich hatte nur den Zwang danach, Dani wieder zeichnen zu sehen. Ja, das war mein einziger... Weil du weißt, deswegen schalten bist halt die so Leute, masochistisch veranlagt. Deswegen schalten die Leute hier halt auch ein. So, ich fange wieder an. Ich zeichne ja nicht besser. Okay, es geht. Geht. Wir haben übrigens halt wieder. Wir haben es jetzt wieder Englisch drin. Genau der gleiche Fehler wie beim letzten Mal. Ach, stimmt. Aber egal. Also, gerade jetzt funktioniert es so, dass Tom zeichnet und Dani und ich raten. Dann erkenne ich doch wieder. Dann weiß ich wieder das Wort nicht. Ja, wir können es ja auch auf Deutsch sagen. Ich mag unsere Bilder. Ach ja, ich muss ja auch verstehen. Straße. Kreuzung. Kreuzung. Ja, aber. Straßenkreuzung. Wegkreuzung. Zebrastreifenkreuzung. Ampelkreuzung. Straßenkreuzung. Walkway. Was kann das Englisch für sein? Ja, Eckstraßenecke? Ich lass das jetzt mal als korrekt gelten. Aber was denn? Kreuzung, weil das haben wir gleichzeitig gesagt. Pedestrian Crossing. Aber was? Aber Kreuzung haben wir also gleichzeitig gesagt. Fußgängerkreuzung. Ja, dann einigt euch. Dann kriegt Daniel den Punkt. Oh. Oh. Ich hätte mir auch den Punkt gegeben. Ja, schön. Na, dann sind wir ja. Wenn ich mit einem Punkt verliere, raste ich aus, Leute. Ich raste aus. Tetrapack. Fenster, Hochhaus. Haus mit Fenstern. Eine Tür. Türklinke. Eine Fußmatte. Oh, ja, das war, glaube ich, Robin jetzt zuerst, oder? Eigentlich war wieder gleichzeitig, aber diesmal ja, Robin, kann man es dann ja mir geben. Wir sind jetzt wieder unentschieden. Diese Bilder sind so schön. What? Aber wir sollten es wieder auf Deutsch stellen. Obwohl mir unsere Bilder so gut gefallen, vor allem das von Robin. Ich weiß nicht, wie ich das zeichnen soll. So siehst du auch in 30 Jahren aus. Waren jetzt verändert die Schuhe oder die Trainer? Trainers? Keine das Ahnung. Sind doch Trainers? Sind oh doch Gott, das Schuhe, war wirklich ein Fehler. Ja, Trainer sind, glaube ich, Trainingsschuhe. Das ist Sportschuhe. Scheiße. Karotte. Nein. Auge. Erbse wäre es gewesen, ne? Oh, das ist einfach. Mond, Kreis, Sonne, Klingel. Ballon. Heißluftballon. Ja. Ja. Also eigentlich ist ja der Heißluftballon, aber Dani hat Ballon gesagt. Ja. Also da muss ich aber jetzt mal ganz kurz einschreiten. Ja, ja, okay. Hey, lieber Schiedsrichter. Was? Ein Ballon und ein Heißluftballon sind schon zwei unterschiedliche Sachen. Ja. Ich habe aber den Ballon gemein. Heiße Luft machst du hier. Brille. Ich mache jetzt Brillengestell. Harry Potter. Brillen. Nickelbrille. Gläser. Nerd. War es gar keine Brille. Sphinx. Po. Hintern. Brüste. Bra. Der Bra mit den Nippeln. Aber es sah wirklich aus wie eine Brille, was ich zuerst gemalt habe. Ich will nicht dran sein. Hey, Bra. Stehst du wegen okay. Bro? Bra. Are you ready? Ich hätte jetzt einen Bruder gemalt. Ja, nee. Ich auch nicht. Dafür kann man nicht bereit sein, Dani. Oh nein. Ja, die schämt sich wieder so, dass sie gar nicht zeichnet. Okay, Grabstein. Grabstein. Oh, sieht wieder alles aus wie ein Penis, wie letztes Mal. Fingernagel. Ja, Nägel. Was? Das kennt man doch. What? Ich glaube, hatten wir nicht das schon mal dran? Ich weiß nicht. Also, nee, dass sich hier die Worte wiederholen, das glaube ich ja wohl nicht in diesem Spiel. Treppe. Stufe. Ja. Treppenstufe. Was? Treppe war es jetzt? Ja, Stairs. Wow. Hell yeah. Yeah. I'm the best. Godzilla hätte ich jetzt gesagt. Oh, nee. Oh, das ist jetzt unfair. Wellen. Ja. Vogel. Vogelwellen. Ein Gesicht. Ein Puzzleteil. Dino. Puzzle. Puzzlestück? Nee, oh, sieht echt aus wie ein Dino. Puzzlestück. Ein Wasserwal. Ein Mensch. Eine Sphinx. Also vielleicht Kamel. Vielleicht, ja. Echt? Das gerade war so ein Kamel. Oh, I love it. Was? Was? Nee, das ist Wenn du es nicht weißt, dann pass. Turtleneck? Ach so, das Kragen. Ist so ein Rollkragen. Ach so. Turtleneck Sweater. Also du hast einfach einen Turtleneck wirklich zeigen. Ja, stimmt eigentlich. Ich weiß auch. Schildkrötennacken. Richtig. Reißverschluss. Peacock ist doch der. Ist doch ein Hahn. Hä? Snap. Peacock ja, nicht ich ein weiß, Hahn? Aber ich weiß nicht, wie ich den zeichnen soll. Ach so, Peacock. Du hast das. Okay. Ach so, ja. Ich dachte, du hast gerade Peacock übersetzt. Nee, oh Gott, nee. Das kann ich nicht zeichnen. Reißverschluss hatten wir letztes Mal auf jeden Fall. Das kann ich nicht zeichnen. Ein Bowlingball. Ein Bowlingzahn. Aber du kannst ja nicht zeichnen, deswegen ein ist das die Aussage. Ball mit Zähnen. Du hast noch 14 Sekunden gehabt und hat es dann gepasst. Ja, natürlich, weil. Ich nicht die smarteste Sache, die du getan hast. Oh, guck mal, sein Background. Das war meine letzte Zeichnung. Ich finde dein Bild übrigens fantastisch, Robin. Dankeschön. Ja. Bitte. Ich habe ein bisschen zugelegt beim letzten Mal. Und mir ein Bart wachsen lassen. So, los geht's.
gucken wir uns ein bisschen die richtige Position, dass ihr mich noch hören könnt und ich was sehen kann. So. Ja. Kartoffel. Schneemann. Ja. Ach. Ich muss doch wieder wettmachen, dass ich nicht die zeichnen Deppen kann. Wieder die Deppen erkennen. Ach Mann. Kuchen. Ja. Was? Was? Kämpfen über kurz High Five Tag. Das ist doch kein Kuchen. Die Sache ist, Daniel und ich können gleich nicht zeichnen und deswegen würden wir die Sache gleich zeichnen. oh Gott, das weiß ich auch nicht, wie ich das zeichnen soll. Das ist unglaublich. Ist Messer. Ist doch nur neidisch. Besteck. Schau mal. Was zum Teufel? Was? Hä? Gras. Skribbel. Weiter? Handschrift, Unterschrift, Ärzte. Bei was weiter? Ah, fuck. Okay, das wäre Cabbage, also Grünkohlgras. Ach so, also, ja, oh Gott. Was war? Oh, Mhm. Oh, Holz, Brett, Auto. Mhm. Krankenwagen. Mhm. 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 Vorwärts. Fahren. Mhm. Unfall. Mhm. Autounfall. Crash Barrier. Ah. Okay. Hätte ich auch so gezeichnet. Aber. Das Krone? Ist Krone. Ja, König. König? Herrscher. Frau. 90er. Elvis. Hütchenspieler. Verkäufer. Magier. Ah! Was zum Teufel? Also es ist ein Mensch. Der hat einen Cowboy. Hut. Mach mal weiter, Mensch mit Hut. Mensch mit was? Weihnachtsmann. Robin wedelt gerade nur mit. Das ist natürlich ein Koch. Mach mal weiter, Mensch, mit Hut. Ja, das ist doch völlig. Wir haben doch ein Haarnetz. Oh, wir sind ja, scheiße, halt dieses Kochhut. Ich hab gewonnen. Ja, das ist erstaunlich, möchte ich mal meinen. Also, ich finde, ein Koch war völlig. Oh, ich hätte einfach einen Chef malen sollen, aber es wäre auch nicht einfacher gewesen. Dankeschön, das kriegt einen Award. Völlig zu Recht kriegt das den Award. Auch das da eindeutig zu erkennen. Ich lieber den ersten Versuch gesehen. Ja, der Dino, der sah aber wirklich aus wie ein Dino. Sollen wir vielleicht doch mal schnell auf Deutsch stellen? Ja. Oder dauert das lange? Können wir machen, ja. Ja. Pause. Helft mir, Wario, ich bin euer Meister. Wario ist ein Niemand. Jetzt kommt das größte, herausforderndste Gameboy-Abenteuer aller Zeiten. Super Mario Land 2. Die 6 Goldmünzen darf Mario nie bekommen. Das Schloss darf er nie erreichen. Hütet euch vor Warios bösem Fluch. Gehorcht, Wario, vergesst Mario. Super Mario Land 2, der neueste Top-Hit-Tour für den Gameboy. Nintendo, I want it all. Und wir sind wieder da. Ja, es hat mal wieder nach tatsächlich... Nach einer nicht zu bemerkenden Pause. Wir haben es nochmal auf Deutsch umgestellt und es gibt ein paar fast nicht merkliche Änderungen in den Bildern. Aber also bei Tom merkt man sie wirklich kaum. Nee. So. Es geht wieder los. Ach schön. Ich habe gerade einen Schlaganfall tatsächlich beim Fotomann. Po! Ein Butt. Buttocks. Ja, Hinterteil. Wir sind ja deutsch. Ja. Hinterteil. Buttocks. Yay. Aber ich nehme mal an, das meinen sie. Pass auf, jetzt sag ich alles auf Englisch, jetzt, weil ich jetzt Englisch im Kopf habe. Ein Sattel. Ein Kuchen. Kuchen. Muffin. Ein Pilz. Hamburger. Ja. Yep. Boah, krass, wie gut du zeichnen kannst. Unfassbar. Hase, Öhrchen. Eine Blume. Eine Rose, eine tote Blume. Trauriger Mensch. Depression. Skistöcke. Nee, so Walking-Stöcke. Nee. Nee. What? Ein wie Steuerung. Kopfhörer. Also oh. Ohrenstöpsel sind es, aber ja. Ich verstehe das unter. Krass, du, das ist echt. Alter. Bist du krass im Zeichnen? Eigentlich ist es voll unfair, weißt du, wir beiden. Ja, sind unfähig und du nicht. PC. Gehäuse, Computergehäuse. Hochhaus. Computergehäuse. Computer, PC. Laufwerk, Festplatte. Zick-Tack-Tog-PC. Lüftung. Ein Knopf? Ein Schalter? Dieses Gehäuse. Das Gehäuse ist eins. Gehäuse. Unibody. Gehäusen. Fernbedienung. Viereck. Gehäusenriegel. Fernbedienung für das Gehäuse. ORB.
Orbit? Orbit. Kaugummi? Ja. Und jetzt noch weiter. Was ist das hier? Ein Kaugummi. Kaugummiautomat. Ja. Das übel das ist. Schwierig, sowas ja, zu malen. Dann, ich schreibe, Alter. Bist du krass. Das hätte ich ja... Das hätte ich in 3 Jahren nicht zeichnen können. Also wirklich, ich hätte mir genau 3 Jahre Zeit geben können. Das wäre ja nach Gesicht, 3 Jahren Nase, genauso auf Erker, 5 Minuten. Mund. Hässliches Frisch. Gesicht. Locke. Ja, anders. Sturmlocke. Nein. Aber schon richtig, weitermachen. Aristokratenlocke. Nein. Weitermachen. Tolle. Das war die einzige Frisur, die ich kenne. Schmalzlocke. Fuck, da kannst du doch mal Locke ziehen. Und Witz, mir ist das sogar in den Kopf gekommen. Also, aber ich wusste nicht genau, wie es halt irgendwas ist. Ich hätte noch Schmalz dazu, aber wie mal zu Schmalz. Ja, ich weiß gar nicht, wie Schmalz aussieht. Das hätten wir euch gar nicht gehofft, wenn es richtig gezeichnet hätte. Let the madness begin. Was? Jetzt ist es schon deutsch. Ganz das hätte man doch wirklich zeichnen können. Hätte man nee, zeichnen können. Ich kann das nicht zeichnen. Aber du weißt, was ein Pömpel ist. Ja, okay. Aber weißt du, was ein Pömpel benutze ist ich dann? Doch nicht. Ja, das ist ja... Bauchnabel. Ja, Bauchnabel. Was? Nein. Ich hätte jetzt an ein Mikrofon oder sowas gedacht, aber nicht an einen Bauchnabel. Das ist sowas von beyond. We think alike. Wie kann ich aber zeichnen, wirklich? Wenn ihr lacht? Also wenn ich mitlachen muss. Sind das jetzt auch 2 Menschen oder... Essen. Gericht. Gabel. Gabel. Messer. Nee. Messer. Gabel, Löffel, Messer. Besteck. Wie sieht es denn aus? Es ist doch Serviette. Nur ein... Was? Ist doch ein Strich? Tisch. Was könnte man Fischbein. Denn... Was könnte, Stäbchen. Stäbchen zum Essen. Ja, Essstäbchen. Ja. Yes. Essstäbchen zum Essen. Essstäbchen. Baum. Nee, Baumkrone. Zuckerwatte. Oh nein, jetzt habe ich auslassen gedrückt. Ich wollte es nochmal neu zeichnen. Achso. Ja. Nee, das kann ich nicht. Ja, du hast aber keine Zeit mehr. Ja. Jetzt kannst du es genauso gut versuchen. Kragen. Baum, Allee, Drachen. Was? Baumdrachen. Baum. Wenn man wirklich gerade gar nichts erkennt. Oh. What? Flugzeugabsturz. Autounfall. A horrible Trainwreck. Das ist a Trainwreck. Pilz. Zugunfall. Nein, es fliegt. Ach, egal. Es fliegt. Entschuldige, bitte. Das ist so geil. Ja, weil es weiß und trotzdem nicht weiß, was da gezeigt wurde. Ja. Ich wusste. Das ist super. Du weißt es, du siehst es, aber du weißt es nicht. Ein filigran. Schild. Dach? Schläger? Nee. Fahne? Vogelhaus? Was passiert da? Verdammt, das ist wirklich nicht so schwer. Doch, Robin. Ist doch jetzt machst du das gleiche nochmal größer. Kakerlake. Dusche. Basketball. Ja, ja, damn it. Muss es nur groß genug zeichnen. Ja, wirklich. Oh nein. Dicker Mensch. Hund? Stelzen? Schuh? Ja. Was? Weiter. Achso. High Heels. Ja. So ganz klar. High Heels waren ja auch früher für Männer zum Reiten, von daher. Ja, und die okay. Heels sind ja meistens vorne bei den ja. Schuhen, ja. Wie gerade gezeigt. Es gibt doch auch so Schuhe, wo die so umgedreht sind. Hase, Kätzchen? Was? Also es ist irgendein Tier. Schwein. Maus. Hä? Kätzchen, Hasenzahn. Reißzahn. Ja! Was? Ach, guck, ich kann mit meinem fehlenden Talent immer nur das Beste draus machen. Das sieht aus, als würde dem da was zwischen den Beinen hängen. Oh. Was? Brüste, Bauch, Schulter, Umhang. Cape. Ja. Was von beiden? Ja, Umhang. Achso. Das ist schön. Schön gemalt. Kuchen. Pastete. Strand. Baum. Meer. Boot. Palme. Paradies. Sand, Strand, Baumstamm. Hä?
Das ist doch eine Insel. Ja. Ja. Das war das Wort. Ich hab Insel aber er hat, gesagt. Ach so, ja, ja, Dani hat Insel gesagt. Das habe ich nicht gehört. Tut mir leid. Das ist doch eine Insel. Ja. Korrekt. Boot. Aber ich Schiff. Segel. Kiel. Ruder. Segel. Wasserboot. Segel. Wellen. Wind. Segelwind. Segelwindstärke. Windstärke. Luftschiff. Hättest du andersrum zeichnen sollen. Aber ich glaube, ein paar Wörter davon hatten wir letztes Mal schon. Ich glaube nicht nur, das Luftschiff hatte ich auf Englisch. Yeah. Ich wusste nicht, was es ist. I took the win. Oh, ich hab krass. Voll abgelost. Du Scheiße, Daniel. Ich bin halt im Raten nicht so gut. Ja, danke. Dabei geben wir dir so gutes Material immer. Ja. Das ist nicht mehr toll. Das ist aber auch so, als ob gerade so ein Hochintelligenzer mit so zwei richtig dummen Kindern zusammensitzen muss. Und was soll er denn damit machen, ne?